So, und weiter geht's mit Let's Play Skyblock Island. Und zwar, ja, so wie wir es kennen, nur mit Version 1.0.0. Und, das Spiel laggt gerade abnormal. Was ist denn da wieder los? Was soll denn das? Warum geht denn das jetzt gerade nicht mehr? Moment, Leute. So, ich habe jetzt einmal die Aufnahme nochmal neu gestartet und jetzt scheint es zu gehen. Ich weiß nicht, warum das gerade so ein bisschen hängt irgendwie immer. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also aber das, ja, das hässliche Wasser gefriert ja immer. Ja, dann bauen wir jetzt da mal unser Haus weiter und dann hier auch ein Dach drüber. Wie viel Stein habe ich denn noch? Ich müsste doch noch einiges an Stein haben. Genau, ich habe doch da mal eine Weile gefarmt. So. Und dann bauen wir hier einfach mal weiter. So, wie will ich denn das jetzt hier machen? Ich glaube, ich mache das irgendwie so, dass wir so unser Haus so als die Krönung bauen. So quasi. Und dann hier in die Richtung dann so die Gärten, beziehungsweise die Farmen, so in die Richtung hier raus. Und hier steht unser Haus nach hinten. Bauen wir dann gar nicht weiter. Baue ich jetzt mal hier so eine Begrenzung. Also, eine Wand. So. Fenster kann ich da nachher vielleicht noch reinmachen. Die muss ich dann aber irgendwie mit, mit Zäunen oder so zubauen. Weil richtige Fenster kann ich ja nicht machen. Das sind ja nur recht wenige. Ich habe ja nur 27 Sand. Und ja, dann gucken wir, wie wir das machen. So, dann baue ich jetzt auf jeden Fall hier mal die Mauer. Also mein Haus hier mal fertig. So. Genau, und dann gucken wir einfach mal. Wie wir jetzt weiterbauen. So. Also jetzt ist hier dann mal unser episches. Das Ding hier. Das stört. Das muss ich irgendwie noch sinnvoll irgendwo einbauen in irgendwas. So ist das Haus. Ja, das Haus ist so groß genug. Dann habe ich ein bisschen Platz. Falls ich nachher noch was vorhab. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal die Plattform noch ein bisschen größer. Und, ja. Moment, habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Nicht, dass das Spiel wieder anfängt rumzubuggen. Aber ich glaube, einmal haben wir hier drin. Genau. Sehr schön. So. Okay. So. Ja, aber dann will ich jetzt eigentlich relativ schnell wieder zu meiner Farm kommen, nicht, dass ich wieder Nahrungsprobleme kriege. Eine Monsterfalle sollten wir auch relativ schnell parat haben. Na gut, aber davor muss ich auf jeden Fall mal hier die Plattform bauen, weiterbauen. Anders wird das wohl nichts. Ich brauche hier irgendwie ein bisschen Platz. Ja, dann baue ich das jetzt einfach mal hier so plattformmäßig. Nein! Ich Idiot. Idiot. Ja, also das war jetzt kein Bug, das war jetzt 100% mein Fail. Ich bin erst von der Shift-Taste runter und dann erst von den Pfeiltasten. Ja, also diesmal keine Ausrede, diesmal war es einfach 100% mein Fail. Ja. Ach Mann, Leute, echt. Ich bin so dämlich. Aber egal, ist ja nichts Wichtiges kaputt gegangen, aber oft sollte mir das trotzdem nicht passieren. Ja. Okay. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Weil das Ding, da muss ich auch noch sinnvoll irgendwie mit in mein Haus reinkriegen. Ich glaube, das mache ich irgendwie so über so. Brauche ich das hier nochmal weg, dann mache ich hier so eine Treppe hoch, dann ist das so Portalraum irgendwie dann später mal. Dann kommt hier meine unendliche Wasserquelle noch hier rüber oder irgendwie sowas. Aber jetzt, ja, wie gesagt, jetzt baue ich hier erstmal die Plattform weiter. Ja, wie ihr hört. Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Deswegen hört sich meine Stimme wahrscheinlich auch leicht rau an. Aber ja, ich werde es überleben, glaube ich. Und
Ja. Solange ich Minecraft spielen kann, ist ja alles gut, ne? Ja. So. Ja, und jetzt geht dann gleich der Stein aus. Das ist natürlich auch phänomenal. Weil ich hier abnormal viel Stein brauche, um hier eine gescheite Plattform hinzubauen. Aber ich glaube, jetzt habe ich hier ja mal ein bisschen Platz schon vorm Haus. Dann kann ich doch... Ah, nee, ich kann... Nee, da kann ich jetzt noch keine Farm hinbauen. Nee, die Plattform muss noch größer werden. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal... Ich glaube, ja, die Wand mache ich nochmal eins höher. So, Moment. So. So. Und... Genau. Dann mache ich das hier mal alles nochmal eins höher. So, 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 so. Langt's noch? Nee, nicht mal ganz. Okay. Was? Ich krieg da schon Schaden, wenn ich vier Blöcke runterfall. Ist ja übel. Naja. Okay, und klick, 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 klick. So, dann kann ich jetzt mal, Moment, die Wasserquelle hier kommt ja weg, habe ich gesagt, damit ich hier hoch kann. Ja, dann baue ich hier mal so ein, ja, so ein Viereck. Und dann mache ich hier eine unendliche Wasserquelle hin. Moment, eins, zwei, hier, 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 hier. Genau, dann kann ich hier ganz bequem das Wasser rausholen. So, dann, einen Moment, dann mache ich das hier aber auch mal auf Nummer sicher. Weil ein Dach brauche ich ja so oder so. Und dann hole ich mal Wasser raus. Und füllt hier drüben rein. La 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 la. So. Gut, unendliche Wasserquelle gebaut. Dann kommt hier Lava rein. So. Und dann kann ich hier das hier zubauen. Genau. So. Okay, so, wie sieht denn das aus jetzt, wenn ich so mal überlege, wenn ich das jetzt zubauen würde schon, ich glaube, das wird ein bisschen arg. Soll ich nochmal eins höher bauen vielleicht, mein Haus? Beziehungsweise eigentlich könnte ich doch da auch schon das Dach dann aus Holz draufsetzen. Dann sieht das Ganze ein bisschen freundlicher aus, ich glaube, das mache ich. Da baue ich dann nachher noch das Dach aus Holz drauf, weil so ein Dach brauche ich ja jetzt eigentlich noch nicht. Und dann, genau, dann bleibt es jetzt erstmal so, bis ich dann nachher meine Monsterfalle dann irgendwann habe. Und genau, wie viel Holz habe ich denn? Holz müsste ich ja eigentlich einiges haben. Ja, relativ viel. Okay, ah, dann baue ich jetzt erstmal einen Cobblestone Generator irgendwo hin, wo es geschickt ist. Kann ich eigentlich gleich hier machen. Dann baue ich hier mal ein Loch hin. Ja, hier muss das Loch hin, genau. Hier. Dann baue ich hier Cobblestone hin. Und hier Cobblestone und hier Cobblestone. Und hier Cobblestone. Dann kommt hier das Wasser rein. Und das fließt jetzt hier schön runter. Ja, Moment. So. Genau. Oh, verdammt. Verdammt. Habe ich überhaupt eine Fackel? Nein! Und habe ich noch... Nein. Oh, oh. Verdammt. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Ich habe jetzt noch... Na toll. Ich habe zwei Fackeln. Moment. Schnell ausleuchten. So gut, wie es halt geht. Mache ich hier mal eine hin. Und dann mache ich hier eine hin. Ne, Moment. Ja, hier. Und dann hoffe ich mal, dass hier hinten nirgends was spawnt. Moment mal. Gehen wir auf Nummer sicher. Ja, witzig. Wobei, hier dürfte ja eigentlich nichts spawnen. Da wird es ja von der Lava ein bisschen hell gemacht. Dann baue ich die lieber hier mal rein. Hier hinten, da sieht es recht dunkel aus. Hier. So. Der Eimer kann jetzt wieder hier rein. Na toll. Okay, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst, dass ich... Ich habe kein Holz mehr. Also, rohes Holz, nur noch Wooden Planks. Naja.
Wobei, ich könnte mir kurz ein bisschen Holz machen. Ich habe ja noch Bone Meal. Und Saplings habe ich auch noch genug. Das mache ich jetzt. Bevor ich da noch starb, dupplicherweise, baue ich mir doch mal lieber kurz einen Baum. So. Dann ein Sapling. Und ein Bone Meal. So. Sapling. Bone Meal. Hallo, wachst du Schwein? Ich hab dir Bone Meal gegeben. Hä? Oder kann der so nicht wachsen? Warum soll der Baum so nicht wachsen können? Habe ich was verpasst? Oder kann er nur tagsüber wachsen? Zeig mir ein Bone Meal, ich Vollidiot. Okay, ich lasse es, glaub. Ich probiere das irgendwann anders. Und da wird jetzt schon nichts spawnen. Ich kann ihn mal zur Sicherheit noch mein Holzschwert mitnehmen, aber wenn ein Creeper kommt, bin ich eh tot. Naja, und dann fange ich hier mal an zu farmen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, muss eigentlich. Ja. Gut, es funktioniert sehr schön. So. Wunderbar. Dann farme ich hier ein bisschen Cobblestone mal. Ja. Nachts kann ich ja eh nichts Sinnvolleres machen. Und ja, dann mache ich das jetzt einfach mal die Nacht über wieder. Und damit ihr euch nicht allzu arg langweilt, mache ich Schnitt. Wenn ein Monster kommt, nehme ich natürlich wieder kurz auf. Aber ich glaube, das sollte so funktionieren. Und dann farme ich jetzt einfach die Nacht durch. Bis gleich. So, und es geht wieder weiter. Es ist morgen. Ich habe die ganze Nacht über Cobblestone gecraftet und es ist nichts gespawnt. Obwohl die Schwierigkeit hier ganz normal auf normal war. Also, ja, ihr habt nichts verpasst, ist nichts Tolles passiert. Genau. Also, ich habe jetzt hier mal 3 Stacks gecraftet, habe dabei eine Spitzhacke verbraucht. Ja, sonst ist nichts passiert. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt dann einfach mal schnell meine Monsterfalle baue, damit ich dann im nächsten Part dann auf jeden Fall, im nächsten Part, in der nächsten Nacht, ja, die wird dann wahrscheinlich auch im nächsten Part sein, aber in der nächsten Nacht, dass ich dann da dann Monster regnen lassen kann und dann somit auch, ja, Bone Meal krieg, dann kann ich eine Holzfarm machen quasi und dann habe ich genug Holz und dann kann ich mir auch was Sinnvolles bauen, also mein Haus voll fertig bauen etc., weil ich dann sehr viel Holz kriegen werde relativ schnell. Das wird dann auch wesentlich schneller gehen als das Cobblestone-Gefarme immer. Weil ich habe jetzt wirklich die ganze Nacht durch einfach nur gekloppt und habe gerade mal, ja, 3,5, 4 Stacks gekriegt. Und ist jetzt auch nicht so die Massenausbeute, finde ich. Und genau. Ich würde sagen, ich mache das ganze Ding, also dieses, meine Monsterfalle, hier seitlich raus irgendwo, also in die Richtung und in die Richtung, dass ich, wenn ich von meinem Haus dann später mal gucke, die nicht direkt vor mir sehe. Deswegen würde ich sagen, ich baue jetzt hier mal so eine kleine Plattform raus. Also einen kleinen Weg, den mache ich mal 3 breit. Moment. Da kommt noch eine Mauer davor. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3. Genau, perfekt. Also hier Nummer 1, 2, 3. Genau, und so baue ich mich jetzt hier mal raus. Nein, nicht so, sondern nach außen bitte. So. Moment, dann nehme ich mir gleich mal eine neue Spitzhacke mit. So. So. Wunderbar. Genau. So. Und dann baue ich hier jetzt einfach so ein bisschen raus. Ich überlege gerade, wie weit. Ja, wie weit machen ich das? Ich würde sagen, so, jetzt nochmal, oder? Nee, ich muss ja eigentlich nicht weit weg von meinem Zuhause. Stört ja nicht, obwohl doch, dann hört man die runterfallenden Monster, das ist vielleicht nicht so toll. Baue ich lieber nochmal 2, 3 weiter. So. Genau, und dann erweitere ich das Ganze jetzt mal. Und dann baue ich da eine kleine Plattform hin. Also so. Baue ich hier außen. Ja, das ist jetzt weit genug weg, passt schon. So, dann baue ich hier noch eins hin. Ne, mache ich 2. Oh, die Richtung 2.
die Richtung 2 kann ich ja dann auch noch vergrößern, wenn es nicht langen sollte. So, 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 so. Dann hier so. Ein neuer Stack. So. Wie groß ist denn das jetzt? 7, okay. Dann mal 4. 5, 6, 7. Dann hier rüber bauen. So, 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 so. Ich baue gerade ein bisschen vorsichtig. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Deswegen lege ich es gerade nicht drauf an. Oh, ich habe schon eins zu weit gebaut. So. Deswegen, ja, baue ich gerade so ein bisschen vorsichtig und renne nicht so ganz, ja, mit Vollgas immer auf die Kante drauf. Weiß nicht, ich habe da jetzt ein bisschen Respekt davor. Wobei, ich habe ja wieder nichts Wichtiges dabei, hoffe ich doch. Nee, gut. So. Okay, und dann baue ich mal einen Moment von hier. 1, 2, 3, dann ist das hier die Mitte. So, dann baue ich mich da hoch. Ist es die Mitte? Ist es richtig gewesen? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Moment. Jetzt sehe ich es nicht. 1, 2, 3, 4. Hä? 1. Moment. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Sind es 8? 2. Sag mal, 2, 4, 6, 7. Nee, 2, 4, 6, 7. Ja, also. Und dann das hier. 1, 2, 3. Ja, also dann passt. Ja, ist ja auch egal. Ich baue jetzt einfach hier hoch. Fertig. Ob das jetzt genau in der Mitte ist, ist ja auch komplett wurscht. Ja, dann baue ich hier einfach mal ein Stück hoch. Wie hoch genau? So hoch. Passt schon. Dann baue ich hier jetzt einfach wieder so eine kleine Plattform. 1, 2. Ah, Moment. Fallen die dann überhaupt da unten drauf? Ich glaube, ich baue einfach mal nur so eine kleine Plattform. Müsste eigentlich auch lang. Also hier nur so ein wirklich was ganz Kleines, was Winziges. Also so. So. Moment, das da außen wollte ich doch gar nicht. Das kommt wieder weg. Das kommt wieder weg. So. Einfach so. So. So, das sollte eigentlich schon lang. Muss ja keine Monsterplattform sein. Also natürlich eine Plattform für Monster, aber keine Monsterplattform. Ihr wisst, was ich meine. So. So. Gut, und wird's schon wieder Nacht, oder was? Wo ist denn die Sonne? Hallo? Sonne? Oder ist die direkt über mir gerade? Kann natürlich auch sein. So, dann baue ich mich hier wieder runter. Bam! Und ihr habt's gerade gehört. Den epischen Sound beim Kaputtgehen von der Spitzhacke. Das ist eingeführt worden, ich glaube schon beim Pre-Release irgendwann mal. Da sind auch die Sounds von Creepern und Türen und Kisten verändert worden. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Pre-Release. Ja, ist auch nicht so furchtbar wichtig. Aber ich werde demnächst auf jeden Fall noch ein Video machen zu den Veränderungen, die es in der ja, releaseden Version gibt, / gab. Genau. Ah, okay, es war tatsächlich gerade Mittag. Ja, ich werde ein Video dazu machen, was es für Änderungen gab zwischen 1.8 und der Release-Version. Hoppla, so. Genau. Ich weiß nicht genau, wann das kommen wird. Das dauert alles relativ lang, bis ich das aufgenommen habe. Muss ich mal gucken, wann ich da Zeit finde, weil das doch einiges ist, was da an Neuerungen geschaffen wurde. Und genau. So, und das ist mein Spawnpunkt. Also da drüber werde ich jedes Mal gespawnt, wenn ich sterben sollte. Mal gucken, ob ich da vielleicht dann irgendwas Geschicktes draus machen kann. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Melon Seeds, Pumpkin Seeds, Kaktus habe ich. Okay. Ja, dann baue ich jetzt hier wieder weiter. Und zwar, ja, einfach wieder nach außen. Was Besseres kann ich leider nicht machen. Und ja, baue ich das jetzt einfach mal weiter.
So. Okay. Und ja, jetzt kann ich doch auch mal irgendwo eine Farm dann mal machen. Ja, wo mache ich das jetzt? Ich glaube, wenn ich so überlege, ich baue hier mal schon mal die Wand weiter, damit ich mir das besser vorstellen kann, wie das dann mal aussieht. So ungefähr sollte das dann mal aussehen. Genau. Habe ich jetzt auf der gleichen Ebene gebaut? Ja. Okay. Dann ist hier also zu. Dann mache ich hier irgendwie so ein Dach raus oder so, damit das Wasser nicht gefriert. In den Farmen. Und dann würde ich fast sagen. Ja, dann baue ich die doch hier hin einfach. Dann baue ich jetzt hier mal so ein. Moment, wie mache ich denn das? Ja, doch, dann baue ich einfach. Hier mal so eine. Moment, die Wege kann ich aus Holz bauen. Die Wege baue ich aus Holz. Das sieht, glaube ich, cool aus. Wobei die Wege. Moment, muss ich kurz überlegen. Wenn ich hier so die Wege aus Holz mache, dann da ist dann Erde, Wasser, Erde, Weg. Oder soll ich so quer bauen? Nee, ich baue es längs. Okay. Ich glaube, dann passt es doch so ganz gut. So. Genau, dann mache ich hier einfach so jetzt mal. Wie weit soll ich das machen? 1, 2, 3, 4. Dann mache ich noch ein fünftes dazu. So. Genau, dann können die Felder ein bisschen länger sein. Okay. So, dann hole ich mal die Erde. Wie viel Erde habe ich denn? 26. Okay. Dann, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt eine Reihe Wasser. Und so, dann hier den Weg weiter. So, 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 so. Kommt Wasser, dann kommt hier wieder Erde. Genau. Und dann kommt wieder Wasser und dann am Ende noch einmal Erde. So, dann passt es doch perfekt. So, genau. Wobei, wie will ich das dann abernten eigentlich? Ist jetzt so ungeschickt. Eigentlich schon, gell? Eigentlich müsste ich hier nochmal einen Weg reinbauen. So, genau, dann kommt nämlich da Wasser hin und dann nochmal Erde. Okay, und ich habe immer noch keine Fackeln und ich hoffe, dass jetzt hier nichts spawnt. Ja, ich kann keine Fackeln bauen. ja, toll. Ich habe noch ein Bone Meal, das will ich jetzt nicht verschwenden, indem ich nochmal fail. Ich habe Angst. Wird hier was spawnen oder nicht? Ach, egal, wird schon nichts spawnen. Baue ich hier mal den Weg noch vollends fertig, kurz. So. So, so, so. So. So, da geht es ja dann nochmal eins weiter. Genau. Und dann baue ich gleich mal ein paar Treppen. Genau. So. Ich sind denn das immer vier? Okay, dann baue ich mal zwei. Das sind dann acht. Ich baue gleich mal 12. So. Und dann baue ich das nämlich hier so. Dann baue ich hier noch so Treppen hin überall, dass ich da bequem hochkomme. So, wunderbar. Baue ich hier noch meine Wand wieder weiter ein Stück. Und dann kann ich dann eigentlich hier. Genau, dann baue ich hier die Tür rein. Moment, Türen müssten doch jetzt wieder gehen in der Release-Version. Das war nur mal ganz kurzfristig, dass die nicht gingen. So. Ja, wunderbar. So. Dann habe ich hier jetzt mein episches Haus mit Cobblestone Generator und endlicher Wasserquelle. Ohne Dach, egal, kommt noch. Genau, dann habe ich hier meine Farm, meine epische. ja, in einer Art Hochbeet. Und jetzt müssen doch dann eigentlich die Monster kommen. Bitte. Egal. Wenn da noch nichts passiert, dann baue ich mal meine Farm weiter. Ich habe noch ein paar Melonen.
Ja, hier, die brauche ich. Die Wooden Hoe. Hallo, kommt da schon was? Warum geht denn der Kack nicht? Schwierigkeit? Normal. Hm. Vielleicht kommt er noch. Nein, kommt nichts mehr. Jetzt müssten auf jeden Fall schon Monster gespawnt sein. Naja, egal. Verdammt, ich muss ja da erst noch Wasser reintun. Leute, was soll denn das? Ja, egal. Also, dann mache ich jetzt mal meine Farm weiter auf jeden Fall. So. Wasser holen. Wasser einfüllen. Wasser holen. Wasser einfüllen. Moment, kann ich jetzt da Wasser rausholen? Nee, schade. Wasser holen. Wasser reinfüllen. Oh, verdammt. Ja, okay, stimmt. Dann brauche ich sowas. Na. Dann brauche ich auch wieder erst ein Dach oder sowas. Dann. Wenn das alles funktioniert, so wie ich das vorhab. So. Auf jeden Fall ist jetzt hier schon mal überall Wasser. Theoretisch. Und wie mache ich denn das? Ja, das muss ich mir erst noch überlegen. Wie ich das geschickt mache. Ich glaube, da irgendwie mit Zäunen oder so ein Dach drüber. Sind gleich mit Zäunen? Ist der verrückt? Nein, ist der nicht. Weil ich glaube, das sieht ganz cool aus. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Und ich verstehe... Ah! Okay. Also da spawnt auf jeden Fall mal was. Und da oben auch. Jetzt muss da nur noch was runterfallen. Ist da gerade was runtergefallen? Nö. Naja. Okay. Und ob die Monsterfalle vielleicht doch noch funktioniert und wie das ganze Gefarme hier weitergeht, das seht ihr dann wieder im nächsten Part. Und dann bauen wir auch unser Haus weiter und dann kriegt man vielleicht auch schon eine Holzfarm. Also wir werden einiges noch zu tun haben und auch einiges tun in den nächsten Parts. Ja. Bis dann. Viel Spaß beim Let's Play gucken. Ciao.